Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. Marsch dabei, Rusty Edler her. Hallo. Jetzt eher vergessen wir den Namen. Edle. Macht aber nichts. Mir nun gerade aufgefallen. Ja, ich passe gerade ein bisschen Gras-Silage, später. Damit die Kühe ein bisschen Futter kriegen nachher. Spätestens in 2 Tagen. Oder morgen halt. Der Tag ist ganz gut hier. Hat der Karriere gut gedüngt. Also die kühle Luft ist gut für den Rechner. Das ist 3 Grad wärmer, kälter als vorher. Haben wir die Halbzeit überschritten? Dann kannst du gleich ins Bett gehen. Hoffentlich. Ich bin fertig, ne? Hast du den ganzen Tag gezockt oder hast du getan? Nö. Ich war viel draußen. Draußen? Jo. In der Sonne? Ja, oh. In der Sonne hatten wir heute nicht, wir hatten heute Regen. Aber gestern. Oh. Bin zur Sonne nicht so warm. Ziehe die Bewölkung vor oder der schöne kalte Winter, wenn es kalt ist. Trockene Kälte, so ein Sonnenschein und so, das geht's. Also hier Regen und so mag ich auch nicht im Winter. Oh. Aber Wetter kann man sich nicht aussuchen. Tja. Das ist ja aktuell so ein, naja, mal heiß und dann wieder ein bisschen kühler und dann wieder Umwetter, Gewitter, so. Aber angeblich soll es Anfang Juli ein bisschen kühler werden. Mhm. Also nicht kalt, also angenehm warm mit 23 Grad am Tage. Also Kälte in dem Fall nicht. Aber halt diese extremen 38 Grad und so, das soll er nicht mehr sein. Aber wer weiß, was noch passiert. Und lange Vorhersagen sind ja auch unsicher. Jo. Das kann trotzdem noch heiß werden. Kommen die Hundstage, kennst du die Hundstage? Nee. Das ist Anfang August. Okay. Und das ist meist oft sehr heiß. Du kannst am Strand fahren. Mhm. Ein Fahrrad. Kühlen Ostsee mit 18 Grad. Aber wie kostet? Wirst du gleich sehen, warum. Wieso sehe ich da was? Hast du was vor? Die Spur schon gemacht. Ach, weil du auch pressen willst. Mhm.
Hätte sie auch kaufen können. Alles gut. Aber wir haben ja eh meistens viel zu pressen. Hast du Heimweh? Meine Anwesenheit. Könnte ja sein, ne? Klar. Aber hier Außenansicht. Hast du auch die Ballengröße von 5500? Yep. Natürlich. Sonst wäre das Problem beim näher beim WLAN. Aber auch kein Problem, dann müssen wir nochmal fahren. Dann ist er gleich fertig. Mit der ersten Runde. Letzte Runde. Jo. Die 14 kann gemacht werden. Mach ich gleich. Sonst. Die Anne-Wiese kann noch ein bisschen mehr. Die müsste später Kalk drauf. Laut Anzeige. Müssen wir aufpassen mit der Geschwindigkeit, dass wir dann noch bevor es wächst. Halten. Am besten nach dem Ballen pressen. Also. Die Vorstellung, dass man auf Futter Kalk aufbringt, ist nicht mein Fall. Tja. Kühe mögen zwar nur Radstoffe gerne gebrauchen, aber nicht in den Mengen. Und so ein Kalk schon gar nicht. Ja, die 14 ist gut gewachsen, aber die 41, die muss noch mal ein bisschen. Die bald Schnee. Die 14 machen wir zu Heu, ne? Oder machen wir die anderen zu Heu? Die 41. Machen wir die 41 zu Heu. Jo. Fährt er so dahin? Muss ich immer. So. Ihr meint mal scharf. Wenn das passt. Und ich muss ihn nun gleich immer mal anhalten und dann muss ich mal das Schneidwerk erstmal in die Breite ziehen. Das macht kurz für mich. Tjo. Ist ein bisschen schon, also ein Streifen wird er dadurch vom Stehen bleiben. Geschätzte. Insgesamt einen halben Meter ungefähr. So. Haha!
Fertig. Dein Hopfenfahrer ist, kommt nicht klar mit dem Bergauffahren hier. Jo. Kümmer du dich mal bitte drum. Hab dafür gerade keine Hilfe. Der LKW-Fahrer ist ein bisschen in der Beziehung ungünstig, ne? Mhm. Für einige Sachen. Na ja, gut. Aber Hopfenfahrer spinnt auch. Oder leer ist normalerweise. Mal sehen, ob er jetzt gleich weiterfährt. Müsst du eigentlich so abfahren. Warte auf Platz. Das fällt auch im Feld runter. Naja, gut. Geh ich mal direkt drauf. Kommt zu nichts, ne? Jo. Ist halt so. Aber die Zeit vergeht aber schön. Ja. Huh. Ich hab geschlafen bis um 8:30. Freut mich. Ich nicht. Ich bin die ganze Woche um 3:30 aufgestanden. Ja, gut. Ich nicht. Gezwungenermaßen, ne? Nicht freiwillig. Ja, was gehst du denn auch arbeiten? Naja, von nichts kommt nichts. Das ist leider so. Ja, alles gut. Ich weiß. Das ist das Problem. Naja, früher haben sie ein bisschen gearbeitet auf dem eigenen Gehöft und dann waren rechtzeitig Feierabend. Aber sie hatten auch nichts gehabt, ne? Gerade mal so viel, dass es zum Essen gereicht hat, mehr oder weniger. Bisschen zum Leben. Ja. Der Stress kam mit der Uhr. Weißt du, wer schuld ist? Die Kirche. Mhm. Die wollten wissen, wann sie am Tag beten müssen. Ja. Da haben sie halt die Uhr angeschafft. Die erste war eine Sonnenuhr. Zu bestimmten Zeiten haben sie dann gebetet. Ja. An sich brauchst du keine Uhr. Normalerweise stehst du auf, wenn du munter bist und wenn du Hunger hast, isst du was, ne? Ja. Obwohl normalerweise, wenn du jetzt körperlich schwer arbeitest, dann, dann ist doch von vornherein mehr, ne? Ja. Haben wir mal gezeigt, die Holzfäller früher alles per Hand gemacht haben. Die haben dann Speck am Tag gegessen, richtig Speck geräuchert. Kalorien. Mhm. Nichts vegetarisch, da kannst du vergessen. Was so einige sagen, vegetarisch essen, ja, gut und schön, ne? Aber wenn du körperlich schwere Arbeit machen musst, dann musst du ständig beim Mampfen sein. Das nötige Energie zu haben. Wenn du ein Büromensch ist, das scheißegal, aber ich sag, wenn du körperlich arbeiten musst, ist richtig schwer, dann ist das schuldig, das ist eine Geschichte. Irgendeiner hat die Lufthansa verklagt, weil die in irgendeinem Schreiben das dritte Geschlecht vergessen haben. Oh. Soll die sich mal nicht ins Hemdchen machen?
Das ist so, das sind Spinner, das sind Minderheiten. Ja. Aber die bestimmen, was losgeht, was läuft. Ich glaube, in Großbritannien gibt es ja 6 Geschlechter. 6. Ich kenne nur 2. Ja. Die Tierwelt, einige Tiere, die sind beides. Das sind Zwitter. Schnecken zum Beispiel. Bei den Fischen ist es möglich, theoretisch, dass das eine oder andere Tier das Geschlecht wechselt. Das gibt's auch bei einigen Sorten. Aber das ist, glaube ich, bei Menschen nicht möglich. Genetisch gesehen. Die Geburtenrate ist um 12% gesunken in den letzten 2 Jahren. Wow. Ja. Das warum kannst du dir denken, ne? Wir sind fertig. Ich noch nicht. Oh, eine Wiese vor mir. Nee, nicht, das meine ich nicht. Ich weiß. Ich weiß, du bist müde. So, das soll es auch schon vor heute gewesen sein. Wir sagen dann mal tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier zum Arsch. Ballpressen. Tschüss. Tschüss.